Willkommen zurück. In der Zwischenzeit habe ich die ganzen Häuptlinge aufgedeckt. Wo haben wir sie denn? Da ist es. Wie habe ich das gemacht? Ich habe mir einfach Informationen gegriffen und die hier oben angewendet. Hat wunderbar funktioniert. Ich dachte, die Informationen wären immer nur für bestimmte Dudes hier von Sauron. Die können wir aber auf alle anwenden. Also drei Informationen, dreimal aufdecken. Und das war's auch schon. So, jetzt müssen wir hier was machen? Ihn herausfordern, indem wir seine Jäger töten. Okay. Der erinnert irgendwie so ein bisschen an den Urok aus dem Film. Nur ein bisschen grüner. Jage die Jäger und ihr Meister wird sich zeigen. Wenn ich in einen Kampf gehe, möchte ich immer einen guten Jäger bei mir haben. Es ist jedes Mal ein Hochgenuss, wenn ich so, ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir schleichen. Was war das? Okay, das ist jetzt massiv in die Hose gegangen. So sollte es eigentlich nicht ausschauen. Pug. Entsende die Vollbeiläufer. Ich hab dich gesucht. Ich brauche etwas Feineres zum Foltern. Gut, das wird auch höchstwahrscheinlich gleich in die Hose gehen. Weil ich hier schon zu viel Stress wieder mache. Wir sind fertig! Los jetzt! Okay, er haut ab. Nee, das lassen wir doch nicht zu. Ach, wie ein Säugling! Und tot ist er. Also, das war ganz in Ordnung. Aber, dass wir... Ich weiß nicht, was das für Türme sind, aber Stakuga kamen sie teuer zu stehen. Der Hauptmann musste ihn von seinem Leid erlösen. So, da unten haben wir noch zwei Jäger. Der Hauptmann berichtete, dass sich der Waldläufer in der Gegend aufhalten könnte. Haltet also Ausschau und seid bereit, Alarm zu schlagen. Ja, okay. Ein paar Tage nicht gezockt und schon weiß ich nicht mehr, wie alles funktioniert. Das ist natürlich nicht so gut. Einfach abgehauen! So, da unten haben wir nochmal zwei Jäger. Das Blöde ist, die sitzen halt in einer Gruppe. Da kann ich mir gut vorstellen, dass die dann Alarm schlagen. Lasst ihn nicht in eure Köpfe. Bleibt standhaft und kämpft. Aber da haben wir jetzt auch das dauert alles viel zu lange. Sie sollten ihn keine Möglichkeit hast du das gehört? Hier irgendwie was zu machen. Gut, der eine Dude holt jetzt Verstärkung. Das ist, glaube ich, das, was wir nicht machen sollten. Einmal eben schnell abhauen, sonst liege ich gleich im Dreck.
Aber anscheinend ist das hier vollkommen egal, ob wir Alarm schlagen oder nicht. Oder ob Alarm geschlagen wird oder nicht. Schließ dich den Waldläufer auf, bevor er mitkriegt, wie geschieht. Zu schade, dass ich Dugalu weg mit ihr. Ich hab ihn aber eh nie gemacht. Der Tag hat uns einen Dienst erwiesen. Ah, okay. Jetzt habe ich den Knopf gefunden, mit dem man schleicht. Wunderbar. Da hinten war nichts mehr, ne? Hauptmänner? Dieses Pack kann doch nicht einmal sein eigenes Abendmahl erlegen. Sehr schön. Noch ein Schleichangriff. So langsam kommen wir wieder rein. Zack, der ist auch down. Und die Schauderfratze zeigt sich jetzt auch wunderbar. Erst tragen wir die Fässer her, dann zwingen sie uns dieselben. Jo, sehr schön. Der mit dem Schild ist down. Menschenabschaum! Nur du und ich! Oh! Zu spät ausgewichen. Waldläufer! Du wolltest meine Aufmerksamkeit, kleiner Schrack. Nun, jetzt hast du sie und du wirst es bereuen. Na, schauen wir mal. Ja, wir werden hier schon wieder... Absala! ...in unserem Fluss gestört. Na, lass mich doch den Dicken hier umboxen. Der da hinten hat schon wieder Informationen. Den könnten wir quasi aushorchen, um herauszufinden, welcher Soldat in Saurons Armee was macht. Oder auch, um an die Häuptlinge heranzukommen. Nein, nicht den hinrichten. Den Boss solltest du doch hinrichten. So, jetzt einmal. So sollte ich nicht sterben. Und ein zweites. Wenn der gegnerische Kopf fliegt, ist das immer ein gutes Zeichen. Gut, es war etwas mühselig, hier wieder hineinzukommen, aber wir haben es geschafft. Jetzt nur noch mal schnell ein bisschen HP holen und dann geht's auch direkt weiter zum nächsten Häuptling. Ist wirklich ein angsteinflößender Uruk. Warum nennst du sie Uruks? Du darfst ihnen keinen Respekt zollen. So, da haben wir die HP voll. Was haben wir hier? Er verwüstet die Festung und demütigt ihn, indem wir seine Unterstützer töten. Dann verwüsten wir, glaube ich, die Festung. Und schauen mal, wie wir sie denn verwüsten müssen. Gut, aber der Typ eben war, glaube ich, auch eine wunderbare Übung dafür, um wieder reinzukommen. Einmal Schleichtod.
Das ist unsere Chance. Ja, lauft. Vielen Dank, Waldläufer. Ah, sieh mal eine an. Hier in Mordor gibt's auch noch ein bisschen Wasser. Gut, da haben wir ihn. Ja, sollten wir doch hinbekommen. Töte die Herde und der Bulle wird attackieren. Okay, 20 von seinen Dudes in 2 Minuten. Wenn die Sklaven nicht schneller machen, bauen wir die Straße. So, Nummer 1. Upsala. So, ich sehe wieder nichts. Wo ist der nächste? Da. Jemand muss das Signalfeuer anzünden. Waldläufer! Bereit? Oder kommt das jetzt überraschend für dich? Na, passt mir jetzt gerade nicht so gut. Na, ich hab doch gekontert. Er hasst Schmerzen. Oh, danke für die Info. So, da müssen wir rüberspringen. Ich muss das Leuchtfeuer anzünden. Komm zurück. Entzünde das Signalfeuer. Okay, das könnte knapp werden bis nicht möglich. So, er ist down, das Ding greifen wir uns. Da haben wir jemanden mit einem Schild. Ich glaube nicht, dass er... Ich dachte, ich hätte ihn doch gesehen. Okay, 20 Dudes in 2 Minuten, das wird... Vector, das wird auf jeden Fall schwierig werden. Vielleicht sollten wir uns doch die Unterstützer greifen. Ja, da müsste ich vielleicht sehr viel mit Schleichen arbeiten. Weil dadurch, dass dort ja auch ein bisschen... stärkere Dudes unterwegs sind. Ohne Schleichen wird es vermutlich ein bisschen schwierig. Aber gut, solange wir hier die Auswahl haben zwischen den Häuptlingen, können wir mal eben schauen, ob die andere eventuell schneller ist. Halt! Ich habe etwas gesehen. Ja, aber nicht gut. Ich dachte, wir düsen hier eben mal schnell durch. Da habe ich mich etwas getäuscht. Ne, die zählen nicht zur Herausforderung. Schade. Ich habe nämlich auch aktuell eine Herausforderung laufen, wo ich so ein paar bestimmte Kräuter essen muss. Ne, das Kraut ist da unten. Schade. Die Jäger lassen den Rest von uns mal wieder schlecht aussehen. Da, der Tag. Ja. Das war aber das Kraut, was ich benötigt habe. Oben rechts hat man eben noch die beiden anderen Kräuter gesehen.
Und viel wichtiger ist erstmal, genau, das Ding hier. Töte die Uruks, ehe sie andere benachrichtigen. Und der Häuptling wird ihre einzige Verstärkung sein. Okay. 5 Uruks. Irgendetwas Seltsames liegt in der Luft. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Oh, da war auch noch einer. Sicher nur, Ratten. Bleibt wachsam. Es könnte zurückkommen. Ich sollte weniger. Ja, musste ich aber irgendwie machen, um ihn. Na, wo ist denn der hin? Lass die Sklaven ja nicht aus den Augen. Wenn noch einer entkommt, dann rollen unsere Köpfe im Dreck. So, der ist auch tot. Schreit hier jemand herum? Du wirst keinen zweiten Uruk finden, den es so nach Blut dürstet wie... Was war das? Der ist tot! Zurück an die Arbeit! Jagd ihn! Ah, shit! Zünde das Feuer! Ja, könnt ihr mich nicht ihn schnell töten lassen? Ja, shit. Aber das sollten wir doch hinbekommen. Töte die Uruks, ehe sie andere benachrichtigen. Und der Häuptling wird ihre einzige Verstärkung sein. Auf ein neues. Anlauf Nummer 2. Ach, da oben hat uns einer gesehen. So war das. Stehen 3. Da hinten 4, Nummer 5. Okay. Da, ein Tag. Du warm. Aber nur der Wind. Dennoch, bleibt wachsam. Na komm schon, zieh dich hoch. Sehr schön, beide down. Und das Gute ist ja auch, hier oben wird sie niemand sehen. Wobei nur einer zählt. Verstehe nicht, was den Bleichhäuten hier nicht gefällt. Es soll schlimm sein, denn so wird man härter. So. Dort stehen 2. Ah, shit. Nein. Bisschen zu spät. Eieieiei. Diesmal nur 2 geschafft umzunieten.
Töte die Uruks, ehe sie andere benachrichtigen. Und der Häuptling wird ihre einzige Verstärkung sein. Wir haben gefühlt seit Wochen keinen guten Kampf mehr erlebt. Ich sollte ein Duell einfahren. Sollte ich eventuell auch den Bogenschussporter nutzen? Nee, komm schon, zieh dich hoch. So, drüber springen kann ich nicht. Dann machen wir das so. Jetzt haben wir hier oben nur einen. Mildert auf jeden Fall die Gefahren. In den Schatten gesehen. So, da werden wir nicht nochmal runterspringen. Das wird dich lehren, wer hier das sagt. Ja, hier ist mir aber irgendwie ein bisschen zu viel los. Nee, da kommen wir nicht ran, jedenfalls nicht von dort. Gut, den konnten wir so ein bisschen von der Herde trennen. Gut, wir düsen mal wieder nach oben. Hey, ihr fauligen kleinen Wichter. Starrt mich nicht so an. Mit den ganzen Fallen, die wir überall gelegt haben, sind die Tage des Waldläufers gezählt. Sollte ich mich eventuell... Ja, da haben wir was hinbekommen. Udo nervt langsam. Nie ist Grock hier. Ja, vielleicht hätte ich auch die Pfeile einfach aufbewahren sollen. Ja, 5 Kopfschüsse und gut ist. So, 2 brauchen wir noch, ne? Habt ihr das gehört? So. Da ist er. Wird allerdings bewacht. Gut, beim nächsten Mal einfach mal mit 5 Pfeilen draufballern und gut ist. Jupp, das war der Richtige. Und er ist auch schon tot. Okay, dann war ihn herauslocken deutlich schwerer als ihn umzunieten. Interessant. Okay, gut. Das dunkle Monument. Haben wir jetzt freigeschaltet. Düsen wir mal hin. Und gucken, was passiert. Das heißt,
Die Sklaven hätten Uruks getötet. In Dothan. Das ist mein Gerücht. Nee, das war ich. Das Ding brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber wenn wir dafür 20 HP dazu bekommen, wieso nicht? Ach, nicht HP. Erfahrung. Aber das Ding hier ist erstmal wichtiger. Wozu diese Monster fähig sind. Es wäre Wahnsinn, hier zu bleiben. Ja, aber die Umstände haben sich geändert. Verstehst du, er ist nun auf unserer Seite. Warum sollte er uns helfen? Vor kurzem war er noch unser Feind. Talion, bist du bereit für den Kampf? Ich werde den anderen das Verbandszeug bringen. Die Orks erbauen ein Monument zu Ehren Saurons. Wir haben genug Schießpulver, um es zu zerstören. Gut. Ich nehme es und ich bring's zu Ende. Nicht ohne meine Unterstützung. Ich dachte, du wolltest bloß noch deine Frau retten. Dachte ich auch. Na los, gehen wir, bevor ich meine Meinung ändere. Hab Nachsicht mit Erin. Sie sorgt sich um das Schicksal unseres Volkes. Die Sklaven, die wir gerettet haben, sagten mir, wo das Monument des dunklen Herrschers am verwundbarsten ist. Dort werden wir angreifen. Wir müssen den Uruks einen ihrer Grockkarren stehlen. Das würde unserem Schießpulver die nötige Würze verleihen. Lass uns gehen. Gut, du gehst vor, ich hinterher. Ja, das Blaue hier könnten wir aber, glaube ich, noch gut gebrauchen. Ja. So, jetzt brauchen wir nur noch dieses Gelbe. Und dann haben wir die Überlebensherausforderung auch zusammen. Die Natur kann nicht gezähmt werden. Der Karren ist dort vorne. Sei bereit. Wo es Grog gibt, warten auch Uruks. Er sollte. Wenn ich fertig bin, wird kein Uruk mehr am Leben sein. Das verspreche ich. Ansehen können. Sichere das Gebiet, heißt das? Töte Orks? Trumbok hat ihn nur kurz gesehen und ist schreiend wie eine Bleichhaut davon. Ja, das heißt es. Diese Schande wird er nicht lange überleben. Hast du das gehört? Oh, der hätte noch mal Informationen. Das ist der Waldläufer! Nee, du bist tot. Warum bin ich immer noch nicht befördert worden? So, der Dude ist hier oben, oder wie? Jupp, da war er. Speer, ob Schwert oder Axt. Jede Waffe taugt dazu. Taugt wozu? Der Funke unserer Rebellion. Ja, da hinten war irgendwo ein Karren. Sollte mir das, glaube ich, signalisieren. Ich wette, wir ziehen bald woanders hin. Alles ist besser als das hier. Ich habe genug von all dem Sand. So, einmal umnieten. Aber das Game hat echt mehr Assassin's Creed in sich als Assassin's Creed selbst. So, zwei haben wir noch. Nummer eins.
Na, dreh dich weg. Oder so. So, Nummer 9 ist auch down. Der Weg ist frei, Männer. Gute Arbeit, Talion. Nun müssen wir sicher gehen, dass meine Männer den Karren unversehrt zum Monument transportieren. Ja, das ist aber jetzt eure Aufgabe, ne? Sieh nur, wie schnell das Böse um sich greift. Dieser Verfall. Gondor darf den Schatten nicht anheimfallen. Lass uns gehen. Wo führst du uns überhaupt hin? Warte, es verbirgt sich etwas in den Schatten. Ghule, sie werden uns das Fleisch von den Knochen reißen. Ich dachte schon Gollum. So, und vor denen hattest du Angst? Interessant. Das Lager der Uruks liegt vor uns. Töte sie und meine Männer folgen. Ich werde in der Nähe bleiben, falls du Hilfe brauchst. Natürlich bleibst du in der Nähe. Du lässt ja immer mich die Drecksarbeit machen. Mein letztes Opfer hat es bereut, mir je begegnet zu sein. Wen kümmern vergangene Heldentaten? Der nächste Feind, dem ich begegne, ist bereits tot. Ja, Schwachkopf. Aber gut. Zählt als Kill für uns. Da oben haben wir, glaube ich, noch was, wo wir in aller Ruhe. Unsere Krieger verdienen mehr Anerkennung. Stimmt. Es sind immer die Berserker, die den Krieg. Und zack. Weg ist er. Gut, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die auch auf mich springen. Aber gut. So, da haben wir noch 4. Gut, das sind die letzten 4, die wir umhauen müssen. Der alte Hauptmann sah aus, als wäre er kurz davor, um sein Leben zu retten. So, die Dicken sind jetzt down. Fehlt nur noch einer. Und das war's. Alle down. Sehr schön. Dann gehen wir mal zum guten Hiergon zurück. Na, komm schon. Ach, bis du dann soweit bist. So, was werden wir machen? Einmal das hier, weil es hier eine Herausforderung gibt, für die Kampfaufzerrung erforderlich ist. So, Junge, was ist los mit dir?
Willst du jetzt bei jeder Leiche dein Schwert ziehen? Wir beide, Seite an Seite. Wer hätte das gedacht? Ja, keine Ahnung, was für Probleme ihr miteinander habt, aber so wirklich Seite an Seite kämpfen wir nicht. Du ziehst immer das Würstchen ein. Ungesehen unter die Brücke schieben. Still, ihr Bestien. Ihr werdet bald Uruks als Lohn erhalten. Mir egal, was ihn getötet hat, ist nicht weit. Ein mit jedem Biss sind sie uns überlegen. Leide. Eine Ratte mit roten Augen. Die Toten sammeln sich zu unseren Füßen. Sie greifen uns an! So, wo führst du mich überhaupt hin? Was hast du vor? Alle down? Ja, ne? Dann kann's weitergehen. Meine Männer beschützen den Karren. Lass uns den Kamm sichern, damit sie passieren können. Und das machen wir jetzt wie? Sei bereit, Talion. Der nächste Vorposten wird der größte sein. Es ist so still. Irgendetwas ist hier faul. Die sind schon tot. Upsala. Ja, ich bin doch gesprungen. Upsala, das... What? Der ist einmal auf mich draufgesprungen und hat mich direkt gekillt. Aber zum Glück sind wir direkt hier bei dem Abschnitt, wo ich gefällt habe. Na los, komm schon. Es ist so still. Irgendetwas ist hier faul. Ja, direkt abschlachten, wenn sie aus ihren Löchern gekrochen kommen. Ich habe doch schon wieder B gedrückt. Ja.
So, nochmal schön mit Fallen beschießen. Ich wusste jetzt nicht, ob das funktioniert. Jo, funktioniert. Karagor, ein Feind ersetzt den nächsten. Vor uns erhebt sich das Monument. Ein Tribut der Dunkelheit erbaut mit dem Blut meines Volkes. Bald wird es vernichtet sein. Sieh dich um. Bald wird das Monument fallen. Das ist vielleicht auch die Begründung, wieso wir es nicht im Film gesehen haben. Alles hängt daran, dass wir die Uruks in diesem Vorposten vernichten. Nur dann kommen meine Männer nah genug an das Monument heran. Die Uruks schwinden in ihrer Zahl. Nun, da ihre Häuptlinge durch meine Hand gestorben sind. Der Rüstmeister wird uns bald die neuen Waffen aushändigen. Boah, aber 17 Wachen. Wow. Heute ist es soweit, ich weiß es genau. Heute werde ich... Kennst du noch unseren letzten Häuptling? Ein Schwächter. Gut. Wir haben hier wieder ein paar Schwachköpfe dabei, was sehr gut ist. Denn ich bin ja auch nicht immer der Hellste. Oh, da hinten sehe ich ein gelbes Blümchen für unsere Überlebensherausforderung. Direkt sagt, über mir war was. Da haben wir das Signalfeuer. Gut, aber Überlebensherausforderungen sichern wir uns erstmal. Wenn du einen Menschen auf dich zukommen siehst und etwas in ihm blüht. So, die sind alle down. Steckt hier nicht irgendwo ein Pfeil? Wenn sich einer hier blicken lässt, heißt es, dass ein Hauptmann etwas sehr richtig oder sehr falsch gemacht hat. Gut, die Pfeile werden wahrscheinlich oben sein. Der Sklave flieht! Ja, tut mir leid, liebe Sklaven. Ich muss euch jetzt leider opfern. So, 10 Wachen sind aber schon eliminiert, okay. Was ist da passiert? Das freut mich natürlich, aber das war nicht alles ich. So, der hat sich gefreut und hat dann auch gleich mal ein Schüsslein in den Kopf kassiert. So, noch einer. Die Sklaven scheinen sich hier auch zu organisieren. Nee, ich sehe hier nirgendwo einen Ork. Da oben. Zack. Ja, verteidige den Grog. So, okay. So, auch nochmal hier abschlachten. Vorwärts, immer vorwärts.
Schwert, ihr braucht die Uruks nicht zu fürchten. Alles klar, Captain America. Na, ich hänge. Sterbliches Leid kann uns nichts anhaben. Unsere Qual sitzt viel tiefer. Okay. Jetzt ist halt die Frage, musste das passieren? Oder hätte ich die Fernschützen noch irgendwie umhauen können? Hätte ich wahrscheinlich machen müssen, ne? Ja, ich hätte sie umhauen müssen. Ich kümmere mich um die Uruks. Du kümmerst dich um den Karren mit dem Sprengstoff. Hilf uns! Oder unser nächster Schritt ist der letzte. Echt? Vorwärts, immer vorwärts! Ihr braucht die Uruks nicht zu fürchten! So, wo sind jetzt hier Fernkämpfer? Okay, nee, das ist so. Stehen bleiben! So, wir müssen erstmal hier die drei abknallen. Sterbliches Leid kann uns nichts anhaben. Unsere Qual sitzt na, komm schon. Tiefer. Und jetzt können wir schieben, weil die halt nicht noch mehr draufballern. Komm, schieb. Von hinten werde ich auch beschossen. Aber wir haben es gleich geschafft. Weiter, weiter, weiter. Es hätte sich seine Freiheit erkämpft. Hast du ihnen das versprochen? Sie brauchen Hoffnung. Ich gab ihnen nur, was sie wollten. Gib deinen Männern einen Anführer. Das war mal wieder eine Explosion à la Hollywood. Unten explodiert etwas Kleines, es scheint, aber in der Ansicht Tode für diese Ausgestoßenen überall. Kein solches Monster wie im Leben. Gut, was haben wir jetzt hier? Die Mission, der schwarze Hauptmann. Die schwarzen Hauptmänner haben unsere Herausforderung angenommen. Okay, gut. Wir haben hier überall noch ja, verschiedene Duelle, Festmale,
hier irgendwelche kleinen Herausforderungen. Das ist die Herausforderung, wofür wir den speziellen Skill benötigt haben. Aber ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns den schwarzen Hauptmann an. Gucken, was hier passiert. Das Auge Saurons ist das oben rechts, glaube ich. Ich markiere das gute Ding mal, mache mich auf den Weg dorthin und in der nächsten Folge blicken wir in diese Aufgabe.